Gute Chili-Freunde, herzlich willkommen zu Babes Chili-Soße. Babes Chili-Soße, wer ist die Babe? Die Babe habe ich anlässlich meines Feigentreffens dieses Jahr kennengelernt. Hat jetzt das dritte Mal bei mir hier in der Werkstatt stattgefunden. Die Babe kommt ursprünglich aus Singapur. Und ihr wisst, im asiatischen Raum ist man verdammt scharf. Vom Feigentreffen haben wir so ein bisschen schon geschrieben, wer was mitbringt und so. Ja, und die Babe hat mir dann geschrieben, du isst ja gerne scharf, ich bring dir was mit. Und da hat sie unter anderem selber gemacht die Chili-Sauce mitgebracht. Und ich durfte die kosten zusammen mit so kleiner Teigtasche, so ähnlich wie Frühlingsrolle, nur der Teig außenrum ist ein bisschen anders da. Es war verdammt lecker, aber die Schärfe der Chili-Sauce, muss ich sagen, für meinen Odenwälder Bauerngaume war es schon so an der Grenze, wo ich es vertragen kann und einfach so essen kann. Trotz allem fand ich sie verdammt lecker. Nach dem Feigentreffen habe ich die Babe nochmal angeschrieben, ob sie mir das Rezept gibt. Und da hat sie gesagt, ja, das ist nicht ganz so einfach. Sie ist so ein reiner Freestyle-Koch. Also sie kann nicht so genau die Mengeangabe an mich weitergeben, weil sie eigentlich immer noch Lust und Laune kocht. Aber so im groben Ganzen hat sie mir geschrieben, was nahe kommt. Und heute will ich mit euch zusammen die Chili-Sauce nachkochen. Ich war schon im Gewächshaus, habe einen bunten Mix von Chilis geerntet. Und jetzt geht's direkt in die Gatteküche, alles grob zuschnibbeln und dann kochen wir es zu Hause auf der Hex. Ich stehe jetzt hier in meiner Verarbeitungsküche, beziehungsweise in unserer Gatteküche. Aus bekannten Gründen, bei der Verarbeitung von Chilis ziehe ich immer Handschuhe an. Wer sich schon einmal an der Benzel oder ins Arg gelangt hat, noch am Chili schneide, der weiß warum. Was brauche ich für Zutaten für die Chili-Sauce? Es ist gar nicht so viel. Natürlich Chilis. Da habe ich einen bunten Mix aus dem Gewächshaus. Da ist viel dabei. Die gelbe Kirsche, die sind relativ scharf. Dann habe ich wilde Terpin, sind also kleine Teufel. Verschiedene Jalapenos. Irgendwelche Supermarkt-Chilis, also das war mal, oder aus dem Baumarkt habe ich die Pflanze gekauft und überwintert. Dann Brown Jalapeno ist dabei, Pimientos de Patron sind dabei und noch zwei, drei anderen höllisch scharfe, wo ich nicht weiß, was für Sorte das ist. Dann kommt noch neu Knoblauch, Salz, Essig und Wasser. Die Babe hat gesagt, mit Salz und Pfeffer abschmecke. Ich weiß nicht, ob ich noch Pfeffer in die Chili-Sauce brauche. Ich glaube nicht. Ich fange jetzt aber direkt an. Und zwar mit dem Knoblauch. Da nehme ich zwei ganze Knolle. Die müssen wir erst einmal von der Schale befreien. Es ist kein eigener Knoblauch mehr. Den haben wir schon aufgebraucht. Ja, und was die Schärfe angeht, ich muss echt sagen, die Babe, die ist schon ein harter Hund. Wir waren dann noch im Feige-Treffen noch zusammen essen, also nicht nur die Babe und ich, also die anderen Feigenspezialisten. Und da holt sie so ein kleines Dösel raus. Drin waren so Jelly Beans. Sagt sie, probier mal, aber die sind scharf. Ich habe nein gefasst, habe mir eine rausgeholt. Und als ich angefangen habe zu kauen, holt sie so einen kleinen Zettel raus, was ist. Natürlich, ich trottel die rot genommen, Carolina Reaper. Hurra, hurra. Dann sitze ich da in der Wirtschaft und trinkst du mal ein Glas Milch, weil es war echt die Hölle. War nicht so scharf wie die Original Reaper im Video, die ich mal probiert habe, wer es nicht gesehen hat, ich verlinke es echt da oben, aber es war, alter Freund, holla die Waldfee, es war wirklich, war grenzwertig. Den Knoblauch, den schneide ich auch nicht großartig klein, den schäle ich eigentlich bloß, weil zum Schluss wird sowieso alles mit dem Stabmixer durchgejagt, beziehungsweise alles mit dem Stabmixer klein gemacht. Was mich interessiert, habt ihr auch Chilis in eurem Garten und was macht ihr draus? Habt ihr schon irgendwelche coole Rezepte gemacht, die ich unbedingt mal ausprobieren muss, wie so Cowboy Candy oder was kann man noch Tolles aus Chili machen? Mich würde irgendwas interessieren, was Süßes, Scharfes oder süß-sauer und scharf. Durch den Essig wird ja die Chili-Soße auch so ein bisschen in die süß-sauer Richtung. Ich bin mal gespannt, ob ich es dann überhaupt essen kann. Weil mein Gaume, der ist dann doch nicht so hart im Nehmen. Beziehungsweise
ich bin schon leidensfähig, aber irgendwann ist auch meine Grenze erreicht. Mein Knoblauch ist geschnitten, als nächstes kommen die Chilis. Passt da auch ein bisschen auf mit eure Arge, dass er, wenn es da irgendwie spritzt, nichts ins Auge kriegt. Was so ein bisschen nicht so gut ist wie die Stelle da, das ist. Ist das auch beim Chili blöde Endfäule oder was? Ich kann es echt gar nicht sagen. Oder vielleicht hat er eine Schnecke drauf geknabbert. Auf jeden Fall sortiere ich das aus. Also ich mache da auch keinen Kenner oder sonst irgendwas raus. Ich schneide die ganz grob. Natürlich das Grüne hinten mache ich ab. Messer schneidet gut. Das habe ich vorhin noch einmal geschärft. Ah, da habe ich jetzt wieder so eine schlechtere Stelle. Die schneide ich einfach weg. Und den Rest schneide ich einfach in grobe Ringe. Das Ganze, das koche ich bewusst draus auf der Hexe, weil meine Frau ist nicht so der Fan von scharf und wenn ich drin irgendwas mit Chilis mache und die ganze Bude brennt, als hätte einer mit Pfefferspray drin rumgesprüht, ist nicht so gut. Wobei ich den Geruch hier auch schon mag. Ich habe, als ich letztes Jahr gedörrt habe, habe ich auch in der unteren Küche von unserer unteren Wohnung die Dörte hingestellt, habe losgedörrt die ganze Nacht. Da waren dann auch ein paar Schäfere dabei. Wie ich meins neu bin, da war es ganz schön lustig an den Augen und an der Nase. Das Rezept ist ausgelegt bei mir jetzt in dem Fall ungefähr auf 30 Chilis. Also wenn ihr das nachmachen wollt, könnt ihr das echt dann auf eure Menge und auf euren Geschmack umlegen. Also ich bin jetzt dabei ungefähr 30 Chili, 1, 2 mehr sind es. Da habe ich auch noch so Bischofs Crown. Ist das, weil es aussieht wie so ein Bischofshut oder was? Ich weiß es nicht. Die sind nicht ganz so scharf. Es muss ja auch nicht so scharf sein, dass man direkt beim Neubeißen stirbt. Da grüne ist auch dabei. Die ist zwar noch nicht reif, aber da bin ich meinem dicken Arsch im Gewächshaus drauf gerannt. Hab die abgerissen, kommen die natürlich auch gleich mit rein. Da die gelbe Kirsche, also da habe ich die letzte Woche mal eine probiert. Ich muss sagen, die sind echt an. Da bin ich schon fast an meiner Grenze. Also die fand ich jetzt nicht so. Also zum so essen. In Ressource mit Sicherheit gut, aber zum so essen, alter Freund. Grenzwertig. Handschuhe kann ich ausziehen, die brauche ich jetzt nicht mehr. Die kommen gleich in den Müll, nicht dass die Kinder die irgendwie zum Spielen brauchen. Ich kann es immer wieder nur sage, wenn ihr irgendwie scharfes Zeug im Garten aufpflanzt, stellt so, dass euer Kinder nicht drauf kommen. Wenn ich denke, dass mal Kleine in so Chili neu beißt. Zutaten stehen bereit. Jetzt geht's raus an die Hex und Feuer frei. Ich bin jetzt wieder draus an der Hex. Die Weltbest Kochschürze habe ich auch. Kocht es im Wok. Es fängt jetzt auch gerade an zu regnen. Ich mache mir hier die Kleeblätter raus, dann bleibt der Wok auch gut stehen. Als erstes geht's los mit dem Öl. Braucht man gar nicht so viel. Ist auch gar nicht mehr so viel drin. Danach kommen jetzt die Knoblauchzehe. Die werden leicht angeschwitzt bzw. angebraten. Nicht zu arg, dass er nicht bitter wird. Da kommen jetzt gleich mal Chilis dazu. Und die, wenn jetzt auch ein bisschen weich sind, mit dem Knoblauch zusammen angebraten. Also ich muss sagen, der Geruch, grandios. Das ist, der Knoblauch riecht sagenhaft. Aber die Schärfe, die pfeift schon in die Nase, Alter. Das gibt Dampf. Geil. Also das Wokshake, das muss ich noch ein bisschen üben. Da bin ich dann doch mit dem Kochlöffel besser drauf. Brutal. Das wird geil. Ich habe eben beim Shake habe ich den Dampf schon gemerkt, alter Freund. Oh, alter, alter, alter. Ne, das hätte ich nicht in der Küche kochen. Da wäre die Bude hinterher zum Sperrgebiet erklärt worden.
bei der Wasserzugabe am Anfang erst einmal ein bisschen sparsamer sein, weil je nachdem, wie flüssig ihr eure Chili-Soße haben wollt, desto mehr Wasser müsst ihr dazugeben. Natürlich, wenn es dann zu flüssig ist, reduziert es euch. Ich schütte jetzt da mal das Special rein. Ihr hört es bestimmt, es regnet. Also wundert euch nicht über ein paar Nebengeräusche. Jetzt geht es langsam an Zucker und Essig. Die Babe hat mir gesagt, sie macht so pro 10 Chilis 1,5 Löffel Essig. So 4,5, ich mache mal 5 rein, weil es sind ja ein paar mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ihr euch Chilis gegeben habt und es ist so richtiges Hals-, Mund- und Rachenfeuer, was nehmt ihr, um die Schärfe zu reduzieren? Esst ihr Mascarpone? Die Babe sagt zu mir, nehmt Zucker oder ein süßes Bonbon. Das wird die Schärfe das Beste im Mund neutralisieren. Ich habe bisher immer Mascarpone oder Milch getrunken. Das war so Semi-Reduzierung oder ganz langsam. Könnt ihr mal gerne mal unten drunter schreiben, was ihr da nehmt. Oder esst ihr einfach nur ein Stück Brot. Jetzt kommt der Zucker dazu. Beim Zucker sind es also ungefähr ein Löffel pro 10 Chilis. Ich meine, natürlich ist das mit Sicherheit auch abhängig von der Größe der Chilis. Und die Babe sagt zu mir, je mehr Zucker man reinmacht, desto milder wird das Chili. Und da das ja, ich denke mal, von der Schärfe her jetzt sowieso schon übel ist, mache ich ein bisschen mehr Löffel neu und werde 5 Löffel Zucker neu machen. Dann habe ich so ein richtiges süßes Power-Ding. 2, 3, 4, 5. Das Ganze ist dann süß, sauer und wahrscheinlich höllisch scharf. So, das lasse ich jetzt noch ein bisschen köcheln. Wenn man vorsichtig den Duft aufnimmt, ist es, man riecht klar den Essig raus, aber auch der Knoblauch und die Schärfe. Das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen köcheln, dass die Chilis wirklich komplett weich werden und gleichzeitig noch ein bisschen mein Wasser reduziert. Ja, ich muss sagen, so eine Küchenhexe, absolut geil, wenn ich überlege, dass das Ding einfach verschrottet werden sollte. Ich bin von dem Ding begeistert. Das Ganze fülle ich dann natürlich in so Eumachgläser ab, die ich natürlich vorher sterilisiere, entweder im Backofen oder mit kochendem Wasser. Und dann nehme ich das immer mit dem Löffel raus. Also ihr könnt das auch, wenn ihr es spritzen wollt, ein bisschen dünner machen und in so eine Squeezeflasche oder so irgendwo neu füllen. Die ganze Mischung gebe ich jetzt in den Topf. Nehme mir einen Pürierstab und mache alles schön leer. Spritzt ganz schön, also passt auf mit einer Arge. Wenn das Zeug dann so scharf wird, dass es kein Sau mehr essen kann, dann kann man das immer noch zum Soße aussetzen verwenden. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeine Tomatensoße macht und ihr wollt es ein bisschen scharf, macht ihr jetzt 2 Esslöffel von eurem heißen Material rein. Ich lasse jetzt meinen Kram noch ein bisschen weiter reduzieren, fülle es ab, lasse es abkühlen und natürlich wird es dann noch mit euch zusammen verkostet. Das war's soweit mit dem Rezept und der Zubereitung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Natürlich hoffe ich auch, wir sehen uns in einem der nächsten Videos von mir. Gern abonnieren, wenn ihr wollt. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. So, Freunde, Stunde der Wahrheit. Wollen wir das Ganze probieren? Höllisch scharf, höllisch scharf. Aber geil. Als erstes
merke ich es sauer. Also der Essig merkt man schon raus. Aber auch süß. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Macht es auf jeden Fall noch. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.